Mit diesem Gepiepe sage ich erstmal Hallo. Hier ist euer Wurstwasser-Elmo. Ja, was habe ich heute Leckeres für euch gebacken oder so ähnlich? Ich habe heute mal das Neo Geo, was ich euch vorstellen will, speziell ein Spiel auf dem Neo Geo. Und das konnte man am Anfang ja schon so ein bisschen lesen. Es handelt sich hierbei um das Spiel Windjammers. Ja, es ist nicht ein so bekanntes Spiel, würde ich sagen. Der ein oder andere wird es vielleicht von einem Automaten her kennen oder wenn er selber ein Neo Geo besitzt, kann sein, dass es ja, ihm bekannt ist. Sonst eher ein unbekanntes Spiel und ich habe auch bei YouTube mal ein bisschen rumgeschaut. So viele deutsche Let's Player und ich glaube eigentlich gar keiner, wenn ich mich nicht täusche, hat es noch in keinem Let's Play erwähnt. Vielleicht bin ich da der Erste. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Also ich habe es nicht gesehen. Ich habe ein paar Japaner gesehen, die es gemacht haben, Amerikaner und Spanier, aber einen Deutschen habe ich nicht gefunden. Aber egal. Ja, Neo Geo Konsole, vielleicht bekannt, vielleicht auch nicht. Hochleistungskonsole, stärker als Neo Geo und Mega Drive und was da noch damals zur gleichen Zeit auf dem Markt war. Mega teure Konsole, mega teure Spiele. Mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen, weil das wird jetzt hier wieder eine Vorstellung des Neo Geos werden, aber es ist nicht so. Es ist auf jeden Fall eine Luxuskonsole zu der Zeit gewesen. Ja, und dann starten wir das Spiel doch ganz einfach mal und wir fangen im Level normal an. Ja, und es handelt sich um ein Frisbee-Spiel. Und hier werdet ihr schon mal ja, so ein bisschen eingeführt, was man so kann in dem Frisbee-Spiel. Ja, ich glaube, Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. Sliden kann man. Kann man hier den Frisbee ablocken und Special machen. Genau, in alle möglichen Richtungen den Frisbee werfen. Es handelt sich nämlich quasi so eine Art Tennis. Man schmeißt den Frisbee hin und her und wo der Frisbee dann quasi in ein Tor geht, ja, derjenige hat gewonnen. Und da ich alleine bin, muss ich gegen den Computer spielen. So, hier haben wir schon den Auswahlbildschirm. Und wir nehmen mal Good Old Germany K-Wessel. Weil ihr werdet auch gleich sehen, wie das jetzt im Einzelnen funktioniert. Es ist viel zu erklären. Bilder sind immer ein bisschen besser für euch. So, es ist ein ganz normales Stadion, wie so ein Tennisspiel halt auch. Und dann starten wir schon. Da seht ihr die Punkte, wo ich die Frisbee reinschmettern muss. Sehr, sehr schnell und schwer. Oh, ich dachte, das ist gleich ein Punkt. So, 5 Punkte. Das sieht gut aus. Den spiele ich jetzt an die Wand. Gegen den Italiener, glaube ich, spiele ich gerade. Es gibt unterschiedliche Stadien, die sind auch unterschiedlich aufgebaut. Also in der Mitte haben sie dann nicht nur das Netz, wie wir es jetzt sehen. Teilweise sind da auch noch Schikane, wo dann die Frisbee abprallen kann, aber das kommt später im Spiel. Ja, und Specials gibt es natürlich auch noch. Aber momentan, da ist ein Special. Ah, die nicht eingesetzt. 5 Punkte schon. Das steht ganz gut für mich. Na, ich habe ja auch normal als Schwierigkeitsgrad. Bei Hard sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Oh, ich spiele hier gnadenlos an die Wand, die Typen. Dass auch mal das funktioniert. Boah. 13-0. Ja, gewonnen! Ja, unser K-Wessel ist ein bisschen unentspannt. Er knallt hier gegen die Wand. Gut, dass er Gitter ist, nicht, dass er eins vom Publikum trifft. Oh, jetzt gegen den Amerikaner an. Mal gucken, was der Amerikaner so zu bieten hat. Und jetzt spielen wir Clay. Knete. Nein, natürlich nicht. Da seht ihr schon die Schikane in der Mitte. Da prallt die Frisbee ab und kann ja, Richtung einschlagen, die man so eigentlich noch nicht gesehen hat. Und das macht es ganz interessant. Ja, jetzt macht der Special zum Beispiel. Ja, hat mich auch gleich weggefegt. 3:6, noch machbar. Ein Punkt, dann ist Ausgleich. Die Frisbee darf natürlich auch nicht auf dem Boden landen. Also wenn sie zu lange bei mir auf dem Boden liegt, das war knapp, ne? Dann ist Feierabend. 6-6, 1:1. Naja. Final, das heißt, ja, wer jetzt die meisten Punkte macht, hat gewonnen. Oh, der ist gut. Aber ich bin auch gut. Nein! Ah, das war doch geil. Mit Bande rein da und... Ja genau, die Frisbee darf nicht auf dem Boden liegen, dann kriegt mein Gegner 2 Punkte. Und man darf auch nicht zu lange warten. Man muss die Frisbee auch so schnell wie möglich wieder nach drüben schleudern, weil das ist Zeitspiel. Und dann wird man auch qualifiziert.
Kraft. Gewonnen. Ja, na gut, egal. Zeit war abgelaufen. Es wird auch gleich abgepfiffen, auch wenn du in Frisbee besitzt. So, jetzt gibt's eine Bonusrunde. Der kleine Hund, den wir hier haben, ja, dem werfe ich die Frisbee hinterher und er muss sie auffangen. Ja, ja, gut. Er muss aufpassen, dass er hier nicht über die Personen, die am Strand liegen, stolpert. Das ist zwar nicht so schlimm, aber es kann ihn davon abhalten, die Frisbee zu fangen. So, er hat sie aber. Gewonnen! Gewonnen! Genau, er sagt's. Na, gegen wen jetzt? Oh, gegen mich selbst. Mal gucken, jetzt gibt's auch ein anderes Stadion. Ah, am Strand. At the beach. Germany vs. Germany, ist das wohl mein Bruder oder so? Nicht Klaus, sondern Konrad Wessel. Wer weiß, ist das schon? Da. Ah, oh, gleich 5 Punkte. Die Punkteverteilung ist auch bei jedem Match oder bei jeder Arena anders eingestellt. Nein. Du machst mir keins mehr. Ich brauche jetzt einen Ausgleichspunkt. 5 Punkte wären besser. Ah, es wird schwerer. Es wird echt schwieriger. Oh! Er zieht mich aber ganz schön ab. Ich muss ein bisschen Druck machen. Ultraschallwurf, genau. Und jeder... Gewonnen! Jeder Protagonist in dem Spiel hat natürlich auch seine eigene Sprache. Also der spricht auch Deutsch, hier dieser Klaus Wessel. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das hier... Oh, das hat weh! Verdammt nochmal! Schneide ich hier gleich 3 Punkte rein. Das war früher natürlich nicht selbstverständlich. Jetzt sagt ihr, wieso soll der kein Deutsch sprechen? Früher Sprachausgabe? Das kannte man so zu der Zeit eigentlich auch nur vom Neo Geo. Da konnte das Super Nintendo einstecken, von wegen Sprachausgabe, vielleicht mal ein Wort oder so. Das Neo Geo, vielleicht mache ich da auch nochmal andere Spiele mit, da gab es richtige Sätze. Das war für die damalige Zeit voller Gewaltfee. Obwohl ich sagen muss, dieses Spiel wäre wohl technisch auch auf dem Super Nintendo möglich gewesen. Vielleicht nicht ganz so hübsch, okay. Aber dennoch schon. Es gibt andere Spiele auf dem Neo Geo, die sind also grafisch und soundtechnisch so dermaßen genial, dass hätte das über Nintendo nie geschafft. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den jetzt aber auch richtig hier mal in die Schranken vermeiden. Es gibt nur einen Druckgang raus. Jawoll, schön special. Na. Oh! Ah, er will es drauf anlegen. Okay, ich lass auch hier. Oh, das war auch wieder knapp. Es gibt hoffentlich kein Unentschieden. Hoffentlich gewinne ich. Er ist fies. Er ist echt fies. Unentschieden. Okay. Jetzt kommt das Finale schon. Dann wollen wir mal abwarten. Aber das ist doch weh, Mann! Ja, dafür knall ich dir gleich 3 Punkte rein. Ich will mal einen Fünfer haben. Das ist hier sehr schwer, weil der Fünfer ist in der Mitte, ganz in der Mitte. Ja, das war auch ein kleiner Special. Nein. Oh, das wird doch schon wieder ein Unentschieden, so wie ich das sehe hier. So, das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Zweites Finale. Sudden Death. Oh, das hatte ich noch nie. Das heißt also, der nächste Punkt zählt. Oh, das ist ja... Ah, Leute, nein! Scheiße! Ja, doch, auf ein neues. Noch ein kleiner Versuch. Wir nehmen mal einen anderen. Wir nehmen mal hier den Engländer, den S. Miller. Vielleicht heißt der Sabine Miller. Oder Sebastian. Ja, Sebastian, genau. Vielleicht kennt ihr den, ja? Genau, mal gucken. Der Engländer ist ein bisschen schneller, aber nicht so viel Kraft wie der Deutsche. Der Deutsche. So. Oh, meine Fresse, du. Das sind aber auch hier Spieler. Mein lieber mein Vater. Der spielt mich hier gnadenlos an die Wand. Gnadenlos. Hey! Ich geb auf. Naja, gut. Das wird jetzt schwer für mich noch umzudrehen. Müsste ich 2x5 machen. Ja, hier ist noch ein Special. Ist klar. Naja, 0-12. Da wollen wir noch mal gucken, dass wir das in der nächsten Runde. Mein Gott, ist sehr schwer.
Ja, ich würde häufiger jetzt mal so kleine Neo Geo Specials machen. Beziehungsweise Let's Shows, weil das bietet sich an, weil das alles so Arcade-lastige Spiele sind und keine Spiele wie, ja, beispielsweise jetzt ein Final Fantasy, was man von vorne bis hinten durchspielt oder wie The Lost Vikings. Sowas hatte das Neo Geo nicht. Das waren alles so typische Automatenspiele. Ich würde sagen, hiernach noch ein Versuch. Würde ich sagen, das ist. Was, wie gewonnen? Achso, ja, unentschieden, stimmt. Na, ganz klar. Weil er ja die erste Runde gewonnen hat. Gut. Dann wollen wir nochmal. Dann nehmen wir nochmal den Spanier. Na, hoffentlich hält er das, was er verspricht. Er hat gesagt, perfekt drauf. Boah, der ist ja der Deutsche, mein lieber Mann. Also ich empfehle euch, das Spiel echt zu zweit zu spielen. Und dann am besten so Wetten abschließen, weil das macht irre Spaß. Das ist nur die Reaktion, da muss man echt gut drin sein. Aber man kann erstmal mit dem Computer üben, weil dann wird man schon gut in dem Spiel. Ah, so! Warum hast du eine Kurve geschmissen, du Spanier? So, jetzt sind wir hier aber Concentration. Na, Concentration. Concentration, wie es der Spanier sagt. Ich lese hier echt ab. Am Anfang noch so gut gelaufen. Ich spiele auch irgendwie immer in seine Hände rein. Nein! Oh, 5 Punkte und gleich am Anfang. Naja, ist ja nur ein Let's Show. Ich muss es ja nicht durchspielen. Seht ihr, das gibt auch Punkte, beziehungsweise Punkteabzug. Oder der Gegner bekommt einen Punkt. Das sieht schlecht aus für mich. Gewonnen! Ja. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat mein kleines Let's Show gefallen. Tolles Spiel, kann ich wirklich sagen. Ihr werdet in Zukunft noch mehr vom Neo Geo sehen. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich verabschiede mich, euer Wurstwasser Elmo. Bis Danny. Tschüssing.